Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Total War Warhammer. Mir ist eingefallen, dass ich ja meinem Kommandanten wieder ein Schild geben muss. Weil das eine habe ich ja dem Wüterich gegeben. Wie hieß er? Ach, keine Ahnung, wie hieß er denn jetzt? Doch, Wüterich. Ludwig Wüterich, genau. Und der hatte das andere Schild, deswegen. Ja. So, wo sind wir denn? Ach, hier. Gut, da kommen wir jetzt erstmal nicht mehr hin. Ich glaube, in der Runde hatten wir alles gemacht gehabt. Deswegen beenden wir die erstmal. Man wird ja auch immer darauf hingewiesen, wenn man irgendwas vergessen hat. Von daher passt es schon. So, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wir gehen erstmal in Grünburg rein. Und schauen mal, ob wir irgendwas bauen wollen. Das ist immer noch diese blöde Werft, auf die ich erstmal keinen Bock habe. Was ist das? Menschenkonflikt. Verbleiben 3 Runden. Euer Krieger freuen sich auf den Kampf gegen die Armeen. Und Migration, Rekrutierungskosten, Wachstum. Ja genau, also sollten wir jetzt mal die nächsten 3 Runden angreifen, damit wir noch einen kleinen Vorteil haben. Also die Werft bauen wir erstmal nicht. Die werde ich wahrscheinlich mal bauen, wenn ich überhaupt gar nichts anderes zu bauen habe und einfach mega Kohle übrig habe. Aber ich glaube, da lohnt sich vorher eher, die Sachen auf Ortschaften oder sowas auszubauen. Wobei, das wäre jetzt schon wieder die Hälfte von meinem Kapital. Das lasse ich auch erstmal bleiben, würde ich sagen. Ach ja, mir fällt gerade ein, die öffentliche Ordnung steigt ja jetzt massiv, da wir ja diesen Festtag veranstalten. Es ist merkwürdig, dass der Festtag nichts kostet, muss ich sagen. Wir können natürlich auch ein bisschen mehr Kohle fordern. Na, ich lasse das erstmal so. Vor allem der Festtag, es gibt wohl jeden Tag Festtag. Ich frage mich halt auch, wie lange so eine Runde ist. Also, ist eine Runde 1 Monat? Ist eine Runde 2 Monate? Wenn ich davon ausgehe, wie lange die Forschung dauert, 8 Runden, 8 Monate... Ja, das könnte sein. Wenn ich mir überlege, wie lange die Gebäude brauchen, 2, 3 Runden, 2, 3 Monate für ein Gebäude damals, das könnte auch hinkommen, also so vielleicht so ein Monat. Das heißt, ein Festtag bedeutet dann vielleicht, dass einmal im Monat ein Festtag veranstaltet wird. So könnte ich mir es zumindest logisch erklären. Gut. Bauen will ich erstmal nichts. Ich werde jetzt, unsere Einheiten sind auch alle voll, ich werde jetzt, ja, Diplomatie, entweder... Come then, only Sigma's God, Ulrich, can judge it worthy or no. Ich werde jetzt dem... Ach ja, sollten wir nicht irgendwie mit Nordland ein Bündnis eingehen? Wie war das denn gleich? Moment, wir müssen mal kurz auf die Mission gucken. Kapitelziele. Ach, Kapitel 2. Das ist das nächste Kapitel, oder was? Kapitel 2, Machtdemonstration. Jetzt müssen wir im Endeffekt 6 verschiedene Städte einnehmen oder plündern oder wie auch immer. Bonusziel zur Einsicht bringen. Sorgt dafür, dass sich eine Fraktion eurer Konföderation anschließt. Beim Versuch, das Imperium unter den Einfluss von Karl Franz zu bringen, ist offene Diplomatie nicht das einzige Mittel. Besonders, wenn sich ein Wahlmann oder regionaler Adliger offen gegen ihn stellt. Eine Region lässt sich auf dezenteren Wege zur Vernunft bringen. Fähiger Schüler, rekrutiert den folgenden Helden, Kampfzauberer. Die Magierakademien wurden nach dem großen Krieg gegen das Chaos und der Krönung Magnus des Fromm gegründet. Das Imperium würde nicht noch einmal unter der Magie anderer leiden. Nun wünscht das Imperium, dass ein Schüler der Akademie eure Streitkräfte begleitet. Immer weiterbauen. Sorgt dafür, dass folgende Gebäude gebaut wird. Gießerei. Die großartigsten Städte der alten Welt finden sich im Imperium. Sie sind voller Wunder und Gefahren und ziehen Besucher und große Geister aus aller Welt an. Die Städte müssen gedeihen, damit dieser Strom nicht aufhört. Auf Mission schließt 8 der folgenden ab, aktuelle Anzahl 3. Unsere Feinde ziehen gegen uns, also müssen wir uns in unseren militärischen und strategischen Zielen entschlossen zeigen. Schickt eure Untertanen und Agenten auf wichtige Missionen, um den Thron zu sichern. Okay. Zur Legende werden. Unseren Fürsten fällt eine legendäre Aufgabe zu. Wer mutig genug ist, sich ihnen zu stellen, auf den warten Belohnungen und Berühmtheit, denn sie werden in die Geschichte eingehen.
Ja, gut. Aber was war denn das jetzt mit diesem... Was war denn das jetzt mit diesem Nordland-Typ? Sollten wir da nicht irgendwas machen? Militärbündnis, irgendwas? Ich glaube, die Sachen, die sowieso schon... Approach and make your offer, but I make no promises to my ascent. Bin auch stärker als er. Imperiales Misstrauen. Dieser Anführer misstraut den meisten... Nee, Moment mal. Ach so. Ja, okay. Dieser Anführer misstraut den meisten imperialen Anführern und dies wirkt sich auf die diplomatischen Beziehungen aus, defensiv. Ja, mit denen kann ich gar nichts machen, aber ich glaube, mit dem Nordland sollte ich irgendwie nichts Angriffspakt oder militärisches, ich glaube, militärischen Zugang oder ein Schutzbündnis. Nee, Quatsch. Ich glaube, ein Schutzbündnis oder ein militärisches Bündnis eingehen, um die Aufgaben zu erfüllen, aber der hat überhaupt keinen Bock auf uns, deswegen ist mir das gerade ziemlich bums. Und Wiesenland. Die haben halt richtig Bock Approaches, auf friend, uns. and make your offer. Die würden sogar einen militärischen Zugang gewähren und ein Schutzbündnis. Nur der Konföderation beitreten, da haben sie anscheinend nicht so einen richtigen Bock drauf. Vielleicht können wir ihm ja... Kohle geben. Zahlung anbieten. Niedrig. Ich glaube, Konföderation beitreten, da ist die Zahlung scheißegal, weil der ja eh dann direkt wieder bei mir landet. Dieses Geld. Ja, sinnlos. Aber ich biete es ihm an. Wie gesagt, ich will ein Imperator sein, der rechtschaffen ist, der versucht, durch Diplomatie das Land zu vergrößern, also das Reich zu vergrößern, und nur wer nicht will. Der wird angegriffen. Ich versuche das Imperium wieder zu einen. Das sind ja abtrünnige Provinzen. Die haben ja eh einfach eh mal zum Imperium gehört. Und ich will das Imperium wieder groß und stark machen und ich will halt dafür sorgen, dass alle in Wohlstand leben. Deswegen muss ich das machen. Abgelehnt. Nehmt keinen Anteil an meiner Ablehnung. Moors Lieb hängt tief am Himmel und die Vorzeichen sind schlecht. Ja, das war's, Kollege Leichtfuße. Kannst du noch so gut gegen mich, auf mich zu sprechen sein? Wer keinen Bock hat, mir beizutreten, der wird angegriffen. Punkt aus Nikolaus. Kriegserklärung. Keine Verbündeten für eine Beteiligung an diesem Disput ausgewählt. Eine Kriegserklärung während des Bestehens von Abkommen und kurz nach Brechen dieser wird als verräterische Handlung angesehen und von allen Fraktionen missbilligt. Ach so, dann muss ich die Abkommen also erstmal aufheben. Erwägt das Beenden eines Abkommens, das nicht in eurem Interesse liegt. Das zieht jedoch eine Strafe bei diplomatischen Beziehungen nach sich. Noch dazu könnte das frühzeitige Beenden als Verrat angesehen werden. Wie als frühzeitige Beenden? Wann ist denn das? Importiert 0 Fässer. Importiert Eisen. Mehr der Handelsrouten. Oh, fuck! So läuft es also jetzt ab, oder wie? Weil ich Handelsabkommen mit dem habe, kann ich nicht angreifen, oder was? Was mache ich denn jetzt? Mein ganzer Plan ist im Arsch. Beziehungen im Krieg, Handelspartner, Oberland, Imperium. Okay. Verdammt nochmal. Mit denen haben wir kein Handelsabkommen. Die sind jetzt auch nicht so mega stark und die haben ein riesengroßes Gebiet. Oh, da. Wo sind die denn hier? Also wir sind schon deutlich stärker als die. Aber wie kann ich denn? Wie zur Hölle kann ich denn bitte schön? Ach fuck, das war falsch. Wie zur Hölle kann ich denn bitte schön das Handelsabkommen mit Wiesenland wieder aufheben, ohne dass es dafür Strafen gibt? Ich verstehe das nicht. Ich will das Handelsabkommen wieder aufheben, ohne dass es eine Strafe dafür gibt. Das müsste möglich By sein. Sigma's will, come in peace. Abkommen. Versteht ihr eure Nicht-Angriffe in dieser Fraktion beenden? Ah, das ist jetzt aber normal. Oder das war jetzt das Richtige, oder? Da passiert nichts.
hätte müssen müssen, dass ihr euer Wort nicht das Pergament wert ist, auf dem ihr euren Namen kritzelt. Was soll denn das heißen, ne? Die Kriegstrommeln werden bald dröhnen. Das ist mir scheißegal. Sie sind jetzt böse auf uns zu sprechen, glaube ich. Kann nicht sein, dass ich jetzt überall... Ah, ich stehe da immer noch vertrauenswürdig da. Ich hoffe mal, das bleibt so. Gut, und wenn er jetzt... Also mein letztes Angebot jetzt... Konföderation beitreten. Ich lasse mir von euch Verrätern nichts vorschreiben. Okay, okay, wenn das so ist, dann gibt's jetzt Krieg, Fräulein. Ich hab dir... Also... Ihr habt's gesehen, ich habe alles probiert. Ich habe Wochen, monatelang Diplomatie betrieben. Ich habe ihm die Hand gereicht und er hat mir ins Gesicht gespuckt. Krieg. Krieg steht bevor. Du wirst verlieren, Kollege Leichtfuß. Trottel. Er hätte einfach mal schön sauber... Ach, ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Gegen Wiesenland, oder wie die heißen. Oh, jetzt habe ich es 12 genannt. Ich wollte es aber eigentlich 13 nennen. Eieiei. Ich kann kein Leerzeichen mehr einfügen, okay. So. Na gut, dann jetzt gibt's Action Jackson aufs Maul. Sorry, aber... Die Stadt eures Feindes ist befestigt, mein Herr. Es werden Waffen nötig sein, um die Mauern einzureißen. Bereitet eure Krieger auf eine lange Belagerung vor. Scheiße, Mann. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass ich vielleicht belagerungsmäßig noch irgendwie Action machen muss. War das vielleicht auch eine ziemlich dumme Idee, jetzt die Stadt zuerst anzugreifen, wenn die befestigt ist? Ist es die Provinzhauptstadt? Dann hätte ich natürlich erstmal die anderen kleinen Provinzen einnehmen sollen. Oh, aber dann wäre natürlich auch... Ich wäre ja nicht anders reingekommen in dieses Land... Ja, der hat ziemlich viele, wie man sieht, Einheiten, hat sogar zwei Ritter des Imperiums, Schockkavallerie, die sind natürlich ziemlich krass und stark. Und ich werde wahrscheinlich die Belagerung einfach mal extrem verlieren. Arbeitsstrafkosten. Arbeitsstrafkosten, verfügbare Belagerungsgerät. Was bedeutet denn Arbeitsstrafkosten? Damit kann ich gerade gar nichts anfangen. Das ist das Ramborg des Imperiums. Zerstört Tore und die Moral jener dahinter. Belagerungsturm des Imperiums. Schützt Einheiten, die Siedlungsmauern angreifen. Das dauert 4 Runden oder was? Konstruktionsliste. Ah, okay. Nee, dann machen wir das anders. Wir nehmen zweimal. Einmal. Wir nehmen das. Das. Oh, das dauert nur 2 Runden. Geil. 4, 4. 3, 4. Ich mach's mal so, ich habe eh noch keine Ahnung. Belagerung abbrechen, Belagerung fortsetzen. Oder bauen wir einfach noch weiter. Wenn die Belagerung vorher funktioniert, dann ist es ja, glaube ich, egal, oder? Hoffe ich. So, ich mach jetzt mal. Das Belagerungsfenster erscheint, wenn eine Siedlung belagert wird. Es zeigt Belagerungsoptionen und ermöglicht im Falle einer befestigten Siedlung den Bau von Belagerungswaffen vor dem Gefecht. Ja, habe ich jetzt. Ist Nuln jetzt die Provinzhauptstadt? Ja, es ist die Provinzhauptstadt, die befestigt ist. Ich bin aber auch dumm, ey. Aber gut, die anderen beiden liegen halt weit weg. Was soll ich da machen? Ja, mal gucken, ob es klappt. Wir wissen es nicht. Wir werden es sehen. Verbleibende Züge vor dem Aufgeben. 14 Runden. Eieiei. Raise your weapons. Also bleibt mir jetzt im Endeffekt nichts anderes übrig, als zu warten, oder? Ich überlege halt gerade, ob ich jetzt vielleicht eine zweite... Armee aufbaue, damit hier nicht irgendwo anders jemand auf die Idee kommt, mich anzugreifen. Aber ich glaube, die wird mir ja vorher einen Krieger klären. Also wer soll mich jetzt angreifen? Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Und die momentane Armee kostet ja, glaube ich, 2500. Das ist schon ziemlich teuer. Deswegen, wenn ich mir jetzt
Kommandant rekrutieren. Habe ich einen Held? Nee. Wenn ich mir jetzt einen Kommandanten hole, das wäre schon ziemlich teuer, denke ich. Und da halt einen zweiten, genauso große Armee aufbaue. Dieser legendäre Kommandant wird nach dem Bau der Altdorfer Konklave der Kampfzauber freigeschaltet. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, Runde beenden. Wer ist das denn? Plündert die Länder des Feindes, mächtiger Herr. Schickt eure Krieger los, die Bauern zu töten und ihre Dörfer niederzubrennen. Lehrt den Feind das Fürchten. Das will ich aber nicht machen, weil das scheiße ist. Eine Armee kann feindliche Gebiete überfallen, wenn sie die Plünderstellung einnimmt. Überfälle bringen Geld und schädigen das jeweilige Ziel. Ein Fremder kommt, ein vermummter Fremder aus dem finsteren Albion bringt eine Bitte vor. Er wirkt gefährlich, doch er versichert euch, dass er friedliche Absichten hegt. Gebt der Bitte nach. Chaos-Korruption, verbleibende Runden 3. Kürzliche Ereignisse führten zu einer Zunahme der Chaos-Korruption. Plus 4, alle Provinzen. Die Aussicht auf Reichtum und Macht ist betörend. Die Kosten sind so gering. Diese Investition könnte sich lohnen und die Chance bieten, einen Blick auf das verschwundene Albion zu werfen. Weist die Kreatur ab, schickt diesen dunklen Boten fort. In Albion gibt es nichts für uns. Soll doch ein anderer Narr den Schattenkrieg dieser Kreatur finanzieren. Schutz. Verbleibende Runden 3. Jüngste Ereignisse haben die Lande bereinigt. Reduktion von vampirischer. Ja, dann nehme ich das. Scheiß auf Albion. Wer ist denn das hier? Was will denn der hier? Hans Haupt Andersen. Wer ist das denn? Ubel Kalb, Hauptmann des Imperiums. Aber doch nicht von meinem Imperium. Versteht ihr gerade den... Also, was will denn der in meinem Land? Ist das dumm? Schützenreiter, einmal er. Also, er hat quasi gar nichts. Aber was macht denn der hier einfach? Von welcher Fraktion ist der denn? Marienburg. Hä, aber wir sind doch... Wir sind doch im Frieden mit dem. Der kann doch nicht einfach in mein Land reinkommen. Das ist doch richtig dumm. Will er jetzt etwa versuchen, Eilhard einzunehmen? Oh, muss ich jetzt wirklich noch einen Kommandanten rekrutieren? Fuck. Am 7000, wir machen 1800 pro Runde. Na gut, ich kann ja eine kleine Armee aufbauen mit einem neuen Kommandanten. Machen wir jetzt mal. Wen haben wir da? Richter Pritzkock. Wer von Unentschlossenheit gelähmt ist, schenkt einem Feind einen Vorteil. Geschwindigkeit plus 4, 5%, Baukosten 4% für alle Gebäude, lokale Regionen. Na, das ist ja eigentlich egal. 825. Oh, ich würde mir halt gerne mal nähere Infos einholen. Henry Wissen. Markante Narbe. Ein Veteran, der einst Großes geleistet hat. Feindliche Führerschaft minus 2, lokale Region. Das sind doch eigentlich ganz gut. Jeder zusätzliche rekrutierte Kommandant erhöht die Unterhaltskosten der Armee um 2%. Die Gesamtunterhaltskosten eurer Armee werden sich voraussichtlich erhöhen um 278 Kronen. Gold. Ah, Kurt Furtfiedler. Blutfehde. Nur das Blut des Abschaums wird diesen Konflikt beilegen. Nahkampfangriff plus 4, Führerschaft plus 6, das sind doch ganz gut. Dann nehmen wir den hier. Geschossresistenz, ermutigen, verstecken im Wald. Sieht doch ganz gut aus. Mit Panzerung und Schild. So. Vielleicht noch irgendwas übrig, was ich ihm direkt geben kann? Nee, ne? Nee. Macht ja auch nichts. So, dann rekrutiert er direkt mal. Und zwar... Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen... Zwei Einheiten Armbrustschützen. Zwei Einheiten Schwertkämpfer. Und zwei Einheiten Speerträger. Das sollte ja eigentlich erstmal reichen, um die Grenze hier zu sichern. Bei Eilhard. Dauert zwei Runden. Ah, zwei Runden. Kann ich mich eigentlich bewegen, während ich das mache? Nee, ne? Na gut, die zwei Runden muss ich jetzt wohl mal... Oh, Technologie abgeschlossen. Nice. Und zwar können wir jetzt... Kaserne.
Einberufene Freischärler. Es mag nicht immer möglich sein, frische Berufssoldaten anzuheuern, daher lassen sich die Ränge auch mit Freischärlern füllen. Unterhalt. -5% für imperiale Garden. Das ist doch eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Das sollte die Kosten ja, gerade wenn wir jetzt eine zweite Armee aufbauen, sollte das die Kosten ja ziemlich drücken. Was war Musiker? Geschwindigkeit ist mir egal. Aber das dauert 12 Runden. Krass. Versorgungswagen. Eine Armee kann nur so weit marschieren, wie ihre Vorräte reichen. Mit Gütern beladene Wagen sorgen für größere Streitkräfte. Globale Rekrutierungskapazität bis 1. Okay. Salvenfeuer. Geschosseinheiten, die gemeinsam ihre Ausbildung durchlaufen, können einen tödlichen Hagel auf Feinde niederregnen lassen. Es ist also nicht erforderlich, dass alle Mitglieder des Regiments das Ziel sehen. Reduktion der Nachladezeit. Oh, 15% ist aber auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme das hier. Kosten senken. Ja. Kann ich zwei Sachen auf einmal machen? Nee. 12 Runden ist halt schon lang. Gut, was können wir in Eilhard machen? Können wir da vielleicht mal dafür sorgen, dass die... Ja, ich muss jetzt wohl das zur Ortschaft ausbauen, damit die halt besser geschützt sind. Dauert zwar 4 Runden, aber... Ja, was soll ich machen? So. Ich überlege gerade, ob ich jetzt Steuern erhebe, damit ich mehr Kohlen bekomme. Steuersatz plus 5%. Über den Handel mache ich eh nicht so viel Geld. Wir machen mal Steuern. Oh, ich bin gespannt. Jetzt wird es echt knifflig. Langsam. Mit der Zeit. Ich hoffe halt, dass der ja keine behinderte Verstärkung bekommt. Men, I will fight with you. Greifst du uns jetzt echt an? Nee, der läuft nur hier durch. Man kann aber nicht einfach nur durchlaufen. Ach, es kann natürlich sein, dass der dem jetzt hier zu Hilfe kommen will. Das weiß ich nicht. Was ist da unten passiert? Wenn ihr es wünscht, Herr, können eure Armeen in See stechen. Lasst sie an der Küste Boote fertigen oder segelt von einem nahen Hafen ab. Mission abgebrochen. Plündert und besetzt eine Siedlung von einem folgenden Feinde der Fraktion Talabegland. Ja, Ostland, genau, wo ich so mega weit hochgehen muss. Talabegland wird eh irgendwann eingenommen für uns. Scheiß drauf. Armeen zur See. Armeen können sich über Seen und Meere bewegen, aber das Bauen und Auseinandernehmen von Schiffen beim Wechsel zwischen Land und Gewässern nimmt Zeit in Anspruch. Eine an Land befindliche Armee kann aufs Meer entsandt werden, indem ihr die gewünschte Einheit wählt und auf das Ziel rechts klickt. Will ich aber nicht, braucht man noch nicht. So, also ich könnte mir vorstellen, dass der hier... Neutrale Armee. Der Angriff auf fremdes Eigentum ist ein Krieg da. Ja, aber es ist dann nur auch einfach dumm, dass der hier durchläuft. Er darf doch nur nicht einfach meine... Er darf doch nur nicht einfach meine... Meine Gebiete durchwandern. Was ist denn los mit dem? Ich lasse es trotzdem, diese zweite Armee. Quasi als kleine... Als schnelle Eingreifstruppe, wenn ich jetzt hier jemanden belagere. Außerdem kann ich mit der Armee dann wahrscheinlich dazustoßen und mich selbst unterstützen, hoffe ich mal. Gut, dann... Wir haben jetzt 3.100. Machen ein bisschen mehr Kohle. Steuern 1.900, Handel, Gesamt, Armee unterhalten. Die sind bei 3.025, ist echt teuer. Das dauert noch... Eine Runde, bis die da sind. Und hier, das dauert noch ganz doll lange. Das gibt eigentlich nichts zu machen. Ich glaube, bauen will jetzt erstmal nichts. Schneidergilde. Für manche ist modische Bekleidung genauso wichtig wie eine scharfe Klinge. Schneider kreieren stilvolle Stücke ganz nach Maß und Wunsch. Wobei ich brauche ja momentan kein weiteres Geld ausgeben. Also ich glaube zumindest nicht, dass ich weiteres Geld ausgebe. Deswegen könnte ich jetzt schon erstmal die Schneidergilde hier machen. Oder ich baue den Hof. Ach nee, Quatsch. Der Hof sorgt ja nur dafür, dass Wachstum steigt, aber nicht Kohlen. Bauplatz. Militärrekrutierung. Stelle. Ein Linksklick baut dieses Gebäude, die ein Rechtsklick zeigt, weitere Informationen. Ausbildungsfeld haben wir schon. Stelle, damit könnte ich dann halt Pistoliere bauen. Schwach gegen Panzerung. Vorhutaufstellung, was bedeutet das? Oh, bleib doch mal da. Oh nein, ich wollte das überhaupt nicht bauen. Jetzt habe ich es gebaut, ich Vollidiot. Nee, oder?
Ach, ich hab's wieder zurückgezogen. Glaube ich, indem ich da drauf geklickt habe. Sehr schön. Ich will eigentlich mir mal in Ruhe die Einheit angucken. Wieso geht denn das nicht? Diese scheiß Enzyklopädie, die funktioniert auch nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Das will ich erstmal nicht bauen. Das können wir noch nicht bauen. Warum nicht? Ihr müsst erst euer Hauptsiedlungskettengebäude bauen. Was ist denn das Hauptsiedlungskettengebäude? Altdorf müsste das dann sein. Was muss ich denn in Altdorf machen? Damit es funktioniert. Stellt Garnison bereit. Wer hat 4 Bauplätze in der Siedlung? Keine Ahnung, vielleicht das? Ich weiß es nicht. Nun gut, wir wollen auf jeden Fall mal gucken, was es hier noch so gibt. Was ist das? Wachhaus. Entlang der Mauer befinden sich jetzt Wachhäuser, in denen patrouillierende Soldaten nicht nur Schutz finden, sondern auch ein heißes Getränk schlürfen können. Erfolgschancen der Aktion des feindlichen Helden. Stellt Garnison bereit, also damit beschützen wir das dann einfach besser. Infrastruktur. Weberhaus. Felder. Trinkstube für die öffentliche Ordnung. Ich denke, dann bauen wir mal ein Weberhaus. Ist einfach super billig. Und könnten sogar noch einen Hof bauen. Das wollen wir aber nicht. Da bauen wir lieber. Aber wir haben nicht mehr genügend Geld. Na, dann lassen wir das so, würde ich sagen. Okay. Ich bin immer noch gespannt, wo der jetzt hinmarschiert. Oh, es kommt Verstärkung, wie es aussieht. Gefechtsaufstellung. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass das wohl überhaupt gar nicht funktionieren wird. Einfach viel zu krass, wie man sieht. Einfach viel zu krass. Das schaffen wir halt niemals, den Kampf. Das sind viel zu viele Einheiten. Und es sind auch alle schon aufgelevelt, wie man sieht. Haben alle mindestens Level 2. Also zumindest beim Eben von Liebwitz. Der Stärkerang von diesem Wiesenland war doch komplett schlecht. Warum sind die denn so stark? Verstehe ich nicht. Fuck. Ich mache ja erstmal einen Cut und überlege mir bis zum nächsten Mal, was ich mache. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.